wo ich wirklich länger gebraucht habe, das zu verstehen und vor allem dann auch in der Lesepraxis umzusetzen, war mir klar zu machen, den Unterschied zwischen einem Romantext, also zwischen dem Lesen, was ich als Kind und Jugendliche praktiziert habe, und dem Lesen wissenschaftlicher Literatur. Wenn ich so einen Text zum ersten Mal lese und Unterstreichungen mache, und vielleicht noch was an den Rand schreibe, dann habe ich den Text nur zur Hälfte so richtig begriffen. Weil wir eben nicht von vorne nach hinten lesen, weil der Text einen nicht reinzieht, wissenschaftliche Literatur, sondern wir aktiv die Informationen rausziehen müssen. Und das ist ein anderes Umgehen mit dem Text. Und in dem Moment, wo ich den Text nochmal durchgehe und dann Notizen mache und die Struktur des Textes, den ich da gerade lese, versuche zu erfassen, fällt mir auf, aha, dieser Autor, diese Autorin hat mit einer Gliederung gearbeitet. Der Text hat, ohne dass das die ganze Zeit rausposaunt, in sich eine Gliederung und die kann ich rekonstruieren, indem ich das Exzerpt mache. Das heißt, ich versuche beim Exzerptschreiben wirklich zu rekonstruieren, wie baut der eine auf den anderen Gedanken auf, wie kommt die Autorin, der Autor von A nach B nach C. Bei guten Leuten können sie in der Regel die ersten Sätze von jedem Paragraphen lesen und damit erstmal durch den Text kommen. Dann haben sie schon einen sehr, sehr guten Überblick, was der Text sagt. Ich möchte Ihnen das mal an einem Beispiel zeigen. Sie sehen hier einen Text von Ben Ansel von der Oxford University und sagen wir, Sie müssten ihn lesen in einem Seminar. Jetzt schauen Sie oben und sehen, ah, das sind irgendwie 43 Seiten, relativ dicht geschriebene englische Literatur. Und vielleicht scrollen Sie durch den Text und sehen dann, oh, hier geht es irgendwie los mit komplizierten Statistiken. Hier sind irgendwie irgendwelche Signifikanzniveaus und noch schlimmer, danach kommen irgendwie mathematische Gleichungen. Sie denken vielleicht, was habe ich damit zu tun? Ich studiere, was auch immer, Politikwissenschaft, Soziologie, Ethnologie. Und vielleicht werden Sie dann frustriert und überlegen, wie Sie durchkommen sollen durch so einen Text. Die Gefahr ist ganz groß, dass man sich irgendwann dabei ertappt, dass man mit den Augen Zeile für Zeile weitergeht, aber in Gedanken schon die Einkaufsliste für den nächsten Abend oder das Programm fürs Wochenende durchgeht. Mein Tipp wäre, dass Sie sich eben immer die ersten Sätze angucken. Wir können das hier an dem Text mal machen. Es ist auf Englisch, aber ich denke, es wird relativ klar. Der erste Satz sagt: Higher education has been subject to more institutional reform in the past few decades than any other part of the education establishment in advanced industrial states. Also Hochschulbildung wurde mehr reformiert als Bereich, als alle anderen Bereiche. Wir springen jetzt einfach mal zum nächsten Abschnitt und da steht: Political scientists have paid relatively little attention to these questions. Also, obwohl Hochschulbildung so ein ganz wichtiger Bereich ist, guckt sich die Politikwissenschaft sich das nicht an. Wir springen mal zum nächsten. Da sagt er eben: This article develops the argument that, und dann geht es weiter. Also, er stellt quasi sein eigenes Argument vor, was man sich dann im Detail angucken kann. Ich glaube, was einem eher, also am meisten hilft, ist zu sagen, ich habe ja schon ganz vieles verstanden, vielleicht nicht von diesem Text, sondern unabhängig davon aus meinem Studium, aus meiner eigenen Lektüre, womit kann ich das eigentlich am besten in Verbindung bringen? Man kann ja nicht am Anfang alles wissen. Wie denn? Ja, es muss ja wachsen. Aber für diesen Prozess des Wachsens, da braucht man eben Ressourcen, da muss man auch zu dem greifen, was andere Leute für diesen Zweck schon geschrieben haben. Zum Beispiel Einführungen, ja. Sehr hilfreich ist es natürlich auch, wenn man jemanden hat, mit dem man das besprechen kann. Ja, mit dem man einfach sagen kann, ich erkläre dir mal das Problem und du erzählst mir, ob du es verstanden hast, ob es wirklich ein Problem ist. Und dann versuche ich sozusagen mein Verständnis daran zu gewinnen, dass ich jemandem anderen versuche zu erklären, wo eigentlich das Problem liegt oder wo die These des Textes liegt, mit der ich mich gerade beschäftige.